Herzlich willkommen auf der Ritterburg. Ein Wallfahrtsort seit 150 Jahren. Wir feiern Bühl 150 Jahre Wallfahrtsort in St. Ritterburg. Mit dem Bischof Markus wird da sein und das Fest quasi akzentuieren. Denn wir sind ja eine diözesane Stiftung. Der oberste Chef ist der Bischof Markus in dem Sinn. Aber es ist da ein Wallfahrtsstiftungsrat, der da verwaltet und betreut wird und auch überwacht wird vom katholischen Konfessionsteil, von der Margrit Stachel vor allem, oder? Dass sie schaut, ob die Gelder, die da investiert werden, richtig eingesetzt sind und so weiter. Ich darf sagen, ich bin jetzt neun Jahre da, ich auf St. Ritterburg als Pensionist. Aber es ist noch mehr als ein Pensionistenposten. Es hat immer auch, eben wie jetzt hier zum Beispiel, eine Gruppe, die kommt, die wollen eine kurze Einführung oder eine Darlegung oder konkrete Hinweise. Ich habe gerade daran gesagt, ich bin gerade am Telefon gesehen mit dem Dr. Johannes Huber von St. Gallen. Er schreibt uns eine Festschrift mit den historischen Hintergründen vom Kloster Fischingen, die Altdoggenburg, wo da aussen war, die Altdoggenburg ist da aussen gestanden, wo wir, also in dem Gebiet, wo wir jetzt sind, und wo das Restaurant ist, also in dem überragenden Nagelflurfels, haben sich die Doggenburger im Hochmittelalter und Frühmittelalter niederlassen. Erstmals erwähnt sind es 1044, geht historisch, also namentlich Geschichte zurück von der Doggenburger Dynastie. Und es hätte ja dann auch Fehde gegeben zwischen den Doggenburger und dem Fürststadt oder Abt von St. Gallen mit dem Habsburger Graf Rudolf I. im ausgehenden 13. Jahrhundert oder schon, ja, 13. Jahrhundert. Und seitdem ist die Burg in Vergessenheit langsam geraten, ist nicht mehr aufgebaut worden nach diesen Fehden und es hätte auch keine sichtbare Rückstände von dieser Burg. Ein Wallfahrtsort ist erst entstanden vor 150 Jahren. Vorher dann war wohl ein Bezug mit der Interlegende vom Kloster Fischingen. Und dann sind natürlich die Pilger oder die Leute, die zu dem Grab von der Ritter, der im Kloster Fischingen ist, sind natürlich gerne da hochgewandert, oder? Und haben den Bezug hergestellt zwischen Fischingen und dem Lebensort von der Ita von Doggenburg. Die ist nie, ja, für heilig gesprochen worden, sondern man hat einfach gesagt, sie darf verehrt werden. Es hat ja eine Bruderschaft gegeben mit Tausenden von Mitgliedern, unter anderem der Petrus Canisius hat ein latinisches Werk geschrieben über die Legende. Und neuestens hat der Pfarrer Meinrad Kempeli ein Büchlein rausgegeben. Aufgrund von der Legende hat er einen Gebetstext verfasst. Ich habe es vergessen mitzunehmen, aber ich gebe dann noch ein paar zum Streuen. Die Legende ist ja noch viele Jahre oder gut 200 Jahre nach dem Leben von der Ritter von Doggenburg entstanden. Es gibt historische Hinweise, dass es eine Ita gehet als Gräfin da auf der Alp Doggenburg. Der Name Ita ist nicht nur für sie, sondern man hat ja gesagt, oder es ist wahrscheinlich aus der Hohenzollern Habsburger Dynastie aus dem schwäbischen Gebiet entstanden und hat wahrscheinlich auch gut gewirkt da oben. Und erst nach ihrem Tod, also lang nach ihrem Tod, im 15. Jahrhundert ist die Legende in Auftrag gegeben worden von einem St. Gallen Mönch, einem Heinrich Schüchte. Der ist dann Abt geworden in Fischingen und nachdem Fischingen im Fürstbrand 1440 zum Opfer gefallen ist, hat er versucht, wieder Geld zu regenerieren. Und was macht man? Geld kann man nur generieren, wenn die Leute vorbeikommen und in einen Opferstock werfen. Oder so in dem Sinn.
Und in dem Schreiben vom Johannes Huber kommt sehr stark einen Bezug zu St. Gallen. Da hat es im Lettner, auch im 15. Jahrhundert, die Maria im Gatter gehabt. Und die hat für einen Brand in St. Gallen, Kloster St. Gallen, hat die Einkommen generiert, vor allem auch von der Patrizier, von der reichen Sticker oder Siedensticker. St. Gallen Patrizier, die haben das Kloster auch unterstützt und die Geldquelle, die zum Füßen braucht, zum Wiederaufbauen und Erstellen. Der Heiner Schüfte als Mönch für St. Gallen, der ist selber St. Gallen gewesen, der hat dann da in Fischingen eigentlich kopiert, was man in St. Gallen gemacht hat. Und dazu hat er eben die Legende der heiligen Ita gebraucht. Das Grab war vorhanden, der Itterberg, also der Itterburg, die Altoggenburg, der Ort war auch vorhanden. Dann hat man da damals einen humanistisch gebildeten Mann, der Albrecht von Bonstetten von Einsiedeln, Dekan in Einsiedeln, ist beauftragt worden, eine Legende zu schreiben. Eine Legende erfindet man ja etwas und da muss dann topografisch, historisch einigermaßen passen dazu. Oder? Und da hat er, ist er, man nimmt ihn an, bezeugt ist es nicht, bezeugt ist, dass er einmal dem Niklaus von Flü war, der von Bonstetten, und auch seinen Bericht gegeben hat über den Besuch im Flüeli Ramft. Und da haben wir einen Bogen zum Wallfahrer, oder? Es gibt ja gewisse Städte, wo man aufsucht, weil etwas passiert oder jemand gelebt hat. Sei es, ja, jetzt nehmen wir zum Beispiel Bruder Klaus im Flüeli Ramft. Da sind ja viele Leute, die hingehen, weil man sich erinnert an den Mann, der dort gelebt hat, vor, ja, jetzt wird es ja dann 600 Jahre, dass er geboren ist, 1417. Und 1487 ist er gestorben, ist 70 Jahre alt geworden. Und wenn man vom Wallfahrer redet, dann ist ja das ein urmenschliches Bedürfnis, biblisch beleidigt, religiös, wie die anderen Religionen auch, ein sehr wichtiger Faktor von der Kaaba, von Mekka nicht zu reden, oder? Wenn da Millionen und Steine werfen und da die Kaaba umstringen, ja. Dann sind andere, natürlich Jerusalem war ein Pilgerort, Santiago de Compostela in der Kirche, also der historisch gesehen. Und zum Teil sind Wallfahrten gemacht auf Sühnegedanken, um zu sagen, ich möchte das Ziel erreichen oder zu sich selber finden, grosse Entscheidungen treffen, wie der Franziskus ist auch nach Ägypten gereist, zu der Mohammedaner damals, oder der Ignazio von Loyola hat auch eine Reise gemacht nach Israel damals im 16. Jahrhundert, um zu sagen, ich suche einen Weg oder sich selber finden oder den Willen Gottes entdecken über sein Leben. Und wir machen das immer auch noch heutzutage. Und ihr als evangelisch Reformierte vom St. Gallen, oder? Und Region oder ganz St. Gallische. St. Gallen auch in dem Sinne eine Wallfahrt, einen Ort aufsuchen, wo einen historischen, legendären Zusammenhang hat. Die Leute fragen einmal, ja, hat man sie richtig da abgeworfen oder die? Ich weiß nicht, die meisten werden die Legende kennen, sie ist ja früher einmal ja, im Schulbuch sogar gestanden, oder? Als ethisch-moralisch Aufbauelement. Die Legende ist, ja, da muss man sagen, die Legende als Legende ist wahr. Denn da, was da passiert ist, da passiert heute noch. Wie viele Ehe gehen auseinander, wird eine Frau rausgeschossen. Und moderne, die Frau schiesst den Mann raus. Oder es ist sogar, er hat sich sogar noch gewandelt, oder mit der Emanzipation der Frau und so weiter. Aber das ist die Realität. Also die Legende, die der Albrecht von Bonstetten zusammengestellt hat, die dort ungefähr folgendes vorne im Hochaltar Bild dargestellt, vom Maler Augustin Meinrad Bechtiger von Bossau, Ursprung
Doggenburg. Aber er hat die Kirche ausgemalt. Wir sind in der Kirche, wo wir jetzt sind, die 80 Jahre hier feiern wir. Sie ist im 33. Mann. Vor 81 Jahren ist Grundstein gelegt, gefeiert worden mit dem Bischof von St. Gallen. Im 34. am 16. Juni ist eingeweiht worden vom Bischof Alois Scheibiller von St. Gallen. Eine Legende muss ja irgendeinen Zusammenhang haben, topografisch oder auch historisch. Ein Kern, oder wie man sagt, ein Kern muss da sein, wo man dann etwas darüber hin tun kann. Da nimmt man ja aus verschiedenen anderen Quellen, wo der Dekan, der humanistisch gebildete Dekan von Bonstetten geschrieben hat. Und die ist hinterlegt in der Stiftsbibliothek St. Gallen auch, in der deutschen Fassung. Die kann man auch, wieder ein bisschen modernisiert, Deutsch, oder ist die auch zugänglich in den Flyer oder Schrift, die man in der aufgelegt hat. Die Legende geht folgendermaßen: die Ita sind verheiratet mit einem Graf von Toggenburg. Also Geschichte, das sind über 200 Jahre nach dem Tod der Ita ist die entstanden. 1481, 85. Und der hat sie anlässlich vom Ritterturnier kennengelernt, die Grafentochter Ita, und hat sie dann eben nach Itterburg gebracht, zur Alt-Toggenburg, und gesagt, man sieht da sogar so weit, bis in deine Heimat, bis gegen Ulm muss, wenn es bei schönem Wetter, oder? Und das sind legendäre Züge, wo der aufgearbeitet hat. Und die Ita hat dann im Frühling ihre Kleider und ihre Hochzeitsring gesonnt, in der Fensterbrüstung, und dann kommt ein Rab, oben rechts dargestellt, und wollte den Ring mit dem Schnabel und bringt er es ins Nest. Und dann hat ein Jäger das Rabennest ausgenommen, zufällig, und den Ring entdeckt und der angesteckt. Und da hat dann, wo er dann beobachtet ist, der Teil gefunden, da ist ja der Ring von der Gräfin. Also muss da unsaubere Geschäfte passiert sein. Und der ist dann verletzt worden, der Jäger. Und der Fürst hat ihn dann direkt schleifen lassen, gibt Bilder, wo der an einem Ross abgebunden wird, Schwanz und da durch die Straße, das Strössli abgezehrt worden ist bis zum Tod. Und im Zorn ist dann der Graf, die Kemenate von Rittern, und in seinem Zorn hat er sie gepackt und nicht gehört, gelassen und ihre Schreie, sage ich, bin Uschel, der Mücker, der ist verdümmelig, sondern hat sie über den Söller, über die Burgzinne abgestürzt, und da wäre die wahrhaftige Absturzstelle, wie es früher der Kaiser hat, da hinten draussen, wo jetzt das Stephanie ist, hinter einem Kreuz, wo da aufgemacht ist. Und da kann man also eine Absturzstelle wie zu anderen Fahrt haben, und die ist dann im Gebet und hat das Gelübde gemacht im Absturz und gesagt, ich weihe mein Leben Christus oder Gott. Und der Engel, so ist dargestellt in der Legende, hat sie, oder Gott hat sie in der Gestalt vom Engel geschützt vor dem tödlichen Sturz. Und sie hat sich zurückgezogen in die Einsamkeit, in die Höhle vom Rappstein. Und wir haben letztens sind wir dort drinnen gewesen, da ist wie jener hinter dem Grat, der höchste Thurgauer Hebeck, da vis-à-vis vom Ritterburg. In der Türkitzer Höhle Wollenstein, die heißt auch noch ein Weiler, und unten ist eine Höhle, also das stimmt, oder? So eine Absturzstelle, eine Abwurfstelle und eine Höhle, wo sie sich dann zurückgezogen hat und ein einziges Leben angefangen hat. In der Gegend von Au wird da legendär gesagt, und dort hinten an der Grenze zu Zürich, in Sternenberg, heißt auch ein Rappenstein-Doppel. Und ein Jäger hat sie dann entdeckt, das in ihrer Einsiedelei, und dann dem Graf gesagt, dass sie Ditter, die sind nicht tot, sondern sie haben überlebt. Und er ist dann gegangen und hat um Vergebung gebeten und gesagt, sie soll wieder in die Burg raufkommen. Und hat sie gesagt, nein, du hast mich aus der Welt geworfen, ich habe jetzt einen anderen Bräutigam.
Sie hat ihm vergeben und ist dann von der Au unter Begleitung vom Hirsch mit den 12 Lichtern und Geweih begleitet worden in die Mitte, nach Thurn ins Kloster Fischingen. Und Fischingen ist wie sie dann auch ihr Grab. Sie ist dann gestorben am 3. November, am Tag nach aller Seelen. Man nimmt da, also das ist nicht historisch, 1226. Das ist ungefähr der Todestag, wo auch der Franz von Assisi gelebt hat. Oder die Elisabeth von Thüringen. Das sind in dem historischen Zusammenhang. Das, kurz Legende, sie ist dort dargestellt vom im Hochaltarbild. Die Kapelle ist ja dann umgewandelt worden in der Erneuerung vom Konzil. Da hat es sieben Altäre, zwei und ein Hochaltar und eine Kommunionbank oder nach alten Bildern. Wie kann man das noch eruieren? 1860er Jahre ist ja dann die Wallfahrt initiiert worden vom Pfarrer Wespe von Müllrütti her. Der Zusammenhang, wenn man historisch gesehen, die Kloster Fischingen ist 1848 aufgehoben worden und der Zürcher Fabrikant hat den Kloster dann einfach gewoben und eine Stickerei eingerichtet. Und dann ist es so gelaufen, dass der Kunde hat, das ist nicht ein Ort wie einfach ein touristischer Höhenort oder irgendetwas, sondern der Pfarrer Wespe mit anderen zusammen, im Zusammenhang auch mit Maria Wildstein-Benken, ist ja das entstanden, zum sagen, man möchte so einen Wallfahrtsort aufziehen da. Er hat den Boden übergekauft, vertraglich, und von denen, wo der Boden gehört hat, denn ursprünglich ist ja der Kloster Fischingen gehört, und die hatten wahrscheinlich ein großes Kreuz da oben gehabt, wo die Burg nicht mehr gestanden ist, zur Erinnerung an den Ort. Und das große Kreuz, man nimmt da, das ist der Korpus, der da außen ist, in der Vorhalle, wo früher mal da aufgemacht worden ist, als markanter Stein da oben. Die älteren Leute mögen sich noch erinnern, dass da ein Steinhügel war, zwar angeschrieben als Alt von der Burgrest, aber da muss eh der Sockel sein von dem Kreuz. Und da ist später da im Felshang unten gestanden, hier aufgehängt gewesen. Und 18, vielleicht 1960er Jahre in die Vorhalle kam, restauriert von Hager, Rorschach und restauriert neu auch von Fontana, Fontana AG in Rapperswil-Jona. Dann vis-à-vis haben wir hin eine Kopie von der Pietà von Michelangelo. Die sind ungefähr zeitlich gleich alt, also Kopie natürlich ist jünger, oder? Das ist nicht so wertvoll. Wenn jetzt sie nicht unbedingt hinter Panzerglas gehen. Und aber eine unterschiedliche Aussagekraft von der Darstellung. Kreuz und Pietà. Wir haben da auch zwei Bilder links, ist die Pietà, das sogenannte Festkreuz, wo der Maler Häftiger darstellt, die Annahme Jesu vom Kreuz und in den Schoß Mariens gelegt. Das ist in dieser Tradition, ist das die sogenannte 13. Station. Oder? Jesus stirbt am Kreuz 12 und Jesus wird vom Kreuz abgenommen, in den Schoß Mariens gelegt und 14. dann wird ins Grab gelegt. Und traditionell hat es ja 15. Station, oder? Die gibt es in der Tradition, sondern biblisch auch, Auferstehung. Jesus ist nicht im Grab und das haben wir. Draußen dann zusätzlich die Stele, die da ist, von Josef Ammann gestaltet. Die 15. Station unserer aufsteigenden Lebenswege, haben wir alle geschrieben, führt in die liebende Umarmung Gottes. Also die Vollendung, die Fülle vom Leben, die Vollendung. Im Gegensatz zu der Wiedergeburt oder? Und immer wiederholen. Und wieder eintauchen, wieder anfangen, bis man glüttert, bis zum Schluss ist die christliche Tradition, Auferstehung und Vollendung, dank der göttlichen Barmherzigkeit. Das sind ein paar Sachen und früher, dann sind wir, ursprünglich ist ja die Kirche
nicht der Platz von der Art, wo der ursprüngliche Baustand, sondern da wieder in der Doppelgarage von vorne ist das Priesterhaus gestanden mit der Hauskapelle und Wohnungen oben drin. Technisch natürlich sehr fragwürdig, wegen dem Wasser, Strom oder noch nicht gehen oder wie es dann oben gelebt hat. Darum hat es auch relativ viel Wechsel gegeben vom Priester, bald als Priester. Aber es ist auch als Kurort bewirtschaftet worden, darum ist auch das Gasthaus gebaut worden, ziemlich bald auch am Anfang, damit man Gäste können empfangen da oben und Leute, ja, es ist als Höhenkurort ist das sogar vermarktet worden. Das ist 1860er Jahre, 64 Jahre und die Kirche ist gebaut worden 1933, 1934. Die Gräber, die da sind, die sind zum Teil sind die ehemaligen Wallfahrtspriester, die sind zum Teil auch überführt worden vom ersten Ort, also exhumiert worden und übertragen worden nach dem Ort da außen. Wenn es für mich auch möglich ist, würde ich auch da beerdigen. Aber wir dürfen nicht mehr, wir müssen sie uns kremieren. Die Urne bis jetzt gestattet und keine Sargbestattung. Wir haben den Wallfahrtsort lebt wieder gut und wie Daniel gesagt hat, der Wallfahrtsort lebt auch von der Wohlfahrt. Also Wallfahrt und Wohlfahrt gehört irgendwo zusammen, zum sagen, ja, man bettet und kehrt dann noch ein. Man kauft noch ein Andenken, oder? Da ist ja eine grosse Kritik immer in allen Wallfahrtsorten, aber hier in diesem Wallfahrtsort eigentlich kein Zugriff. Das ist die freie Marktwirtschaft, die dann spielt. Oder? Jeder verkauft noch etwas. Oder? Und die Südländer ist recht, die wollen noch etwas an Andenken mitbringen, eine Madonna oder einen Rosenkranz oder Lourdeswasser. Wir haben nichts sonntags oben, aber man sucht auch immer, ja. Wenn du ein Grab hast, ist es anders, oder? Dann kannst du sagen, der oder die Person ist da begraben. Paulus Grab oder Petrus Grab oder Apostel Grab oder von Franziskus und so weiter. Fischingen hätte so ein Ding gehabt, also da wäre das Grab der Ritter und darum dann auch später die Legende. Da oben hat es nichts gehabt. Und darum hat man wahrscheinlich auch noch so Attraktivitäten wie zum Beispiel die Kopie der Madonna von Einzig ist das. Da hat die schwarze Madonna, da ist immer die Frage, warum ist die schwarz? Es gibt da, ja, es gibt schwarze Madonna, Loreto, Montserrat, das sind schwarze Madonna. Und Einzig, der hat gesagt, einmal, die sind schwarz worden von den Kerzen. Die Kerzen ist einfach schwarz geworden, haben sie gewöhnt, schwarz. Und dann gibt es im Hohen Lied, gibt es natürlich, du bist schwarz, aber schön. Nigra est, sind Pulver. Ja, eben ägyptische Tradition auch dahinter ist, vom afrikanischen her, da weiß man nicht genau. Also, da hat der Bruder von Einzelnen geschnitzt und wir haben ein paar Kleider, wir können sie umkleiden, die Madonna und mit Jesus. Dargestellt. Im Unterschied zu der Lourdes-Madonna, die hat kein Kind auf dem Magen. Und komme ich jetzt noch zu der Lourdes-Grotte. Wir gehen ja vielleicht dann noch rum und wandern. Da unten seit 126 Jahren, 1888, ist da eine von den ersten Lourdes-Grotten entstanden, gebaut worden, dem Ostabhang. Und der Pfarrer Friedelhorn 1888 war eingeweiht worden vom Bischof von St. Gallen, ich glaube am 8. September 1888. Und da ist auch ein Element, um Leute anzuziehen, also einerseits. Und der Grotte ist natürlich, ja, das ist jetzt inhaltlich eine Nachbildung von der Massabierigrotte in Lourdes, wo Maria, oder als weiße Dame, sie hat immer gesagt, sie eine weiße Dame sei ihr erschienen. Sie hat nicht gesagt, Maria. Da ist dann später, bis der Pfarrer gesagt hat, frage mal die Person, wie sie heißt. Da ist schon tradiert, also 1858 in Lourdes
Und das Mädchen, nun bildet das 14-jähriges Mädchen, Bernadette Zubiro, hat dem Pfarrer gesagt, sie hat gesagt, ich kann es jetzt nicht genau in ihrer Sprache sagen, aber auf Deutsch, ich bin die unbefleckte Empfängnis. Für die Staatsmeidung im Fall nur sagen darf, müssen sagen, ja, da kann sie nicht rausgefunden haben. Zuerst war er sehr kritisch gegenüber. Und von da hätte er müssen sagen, nein, da muss gleich noch andere Wirkungszusammenhänge haben, sonst würde der Mädchen da nicht können sagen, ich bin die unbefleckte Empfängnis. In ihrer Sprache hat sie das gesagt, auf dem Weg und so weiter. Und die Anlehnung an das Lourdes, wo auch die Pilgerfahrten nach Lourdes, die sogenannten Krankenpilgerzüge, sind ursprünglich vom Pfarrer Bechtiger, der da war, 1907 bis 1922, ist er da gewesen, in Wittenburg ist da organisiert worden, die Lourdes-Pilgerzüge mit der französischen Bahn nach Lourdes, wenn die Pilgerzüge gemacht und die werden ja heute noch jedes Jahr durchgeführt, Ende April, Anfang Mai, organisiert vom Obmannsberg Uznacht, sind die organisiert. Und da hat natürlich auch wieder bringt er für heute und der Rotter ist konfessionell weniger schwierig. Da musst du nicht in der Kirche, sondern kannst mit dem Hund oder mit dem Velo durchfahren und bist ganz schön in der Grotte. Also irgendwo modern würde man sagen, niederschwellig. Also wir haben da auch noch ein niederschwelliges Angebot im Unterschied zu Pfarrkirchen oder Dorfkirchen. Da gehen die Leute nicht gerne in den Tag und sind noch beobachtet oder und so weiter. Da ist es schon ein bisschen Brauch, dass man reinkommt, also entweder vor oder nach dem Einkehren. Ich sehe ein paar Leute, die sagen, oh, ich bin noch nicht in der Kirche gewesen, ich gehe noch Kerzen anzünden. Das ist ja dann ja, ein Symbol, um zu sagen, hinter weg meine Anliegen. Man könnte hier im Buch, wir haben da dieses Fürbittenbuch, da wird die Bibel aufgestellt, um sich eben einzutragen in Anliegen und so weiter. Und da wird relativ regel benutzt, auch Anderssprachige, die sich da einträgt. Oder ein Kerzen anzünden am Sonntag, ist der Kerzenrechner ganz voll, oder von Rangen nach. Also, und ja, da kann man jetzt anfügen, wir leben ein bisschen von dem, also wir sind ja Stiftung, wir haben keine Steuern kommen, sondern wir sind auf freiwillige Gaben angewiesen. Wir haben da eben Taufen da, Hochzeiten, früher waren 50, 60 Hochzeiten, 50er Jahre, da ist dann zurückgegangen, jetzt haben wir im Schnitt etwa 10. Hochzeiten, wo mit einem riesigen Aufwand, früher da hatten sie drei Hochzeiten am Samstag, heute kannst du kaum eine, da ist so ein Aufwand da drin. Was rest an der Zelt oder je nach Wetter, für den Aperol und Spalier und so weiter. Nochmal kurz zusammenfassend zu dieser Kirche. Da sind noch, in dem Bild oben hat der Maler, der Bechtel, die sogenannten 14 Nothelfer oder Nothelferinnen dargestellt. Links oben ist noch die Katharina, Margarete und Barbara. Das sind vielfach Leute aus der frühen Tradition, aus der türkischen oder palästinensischen Tradition oder legendär auch. In der Mitte ist der Christophorus mit der legendären Sitte, das ist der Christus, dem Höchsten wollen dienen und der dann auf Christus gestoßen ist. Noch ein Hinweis wäre da noch interessant, da links unten der Eustachius mit der Armbrust und er hat dort einen Hirsch geweiht. Das ist so von der Wanderlegende aus Mesopotamien, ist das natürlich zum Beispiel auch über Tita und über den Hubertus hingewiesen worden. Das sind Darstellungen und dann ist Nachteile in den 60er Jahren hat er noch den Kreuzweg dargestellt im einfachen Band, die 14 Stationen. Wir haben seit Kürzer eine Statue von den Ritern überkommen. Die hat jeder einen erkannt, Rödel, und dann hat die Familie, wo sie, wo er gestartet hat, hat sie den Nüsse gemacht. Der
Es ist wahrscheinlich hier mal hinaufgestanden, die Staaten haben es modernisiert und der hat sie erworben und so. Jetzt führt sie da rauf. Und das sind ein paar viele künstlerische Skis, haben wir auch nicht. Wir haben den Gallus, oder? Da vorne. Und der Hochmar sind in den Menschen erreicht und ersetzt mit der Seligpreisung und der Bergfriedung. Der Gallus selig gehungen nach Gerechtigkeit. Wahrscheinlich sind die Vorlagen auch vom Bächter gemacht worden und in Zürich erstellt worden von einer Firma Mäder. Ich weiß nicht, jetzt bin ich langsam am Ende. Was habe ich noch? Ich glaube, sozusagen alles gesagt, ich bin ungefähr die 23 Qualfahrtsbürsten in den 150. Ein Qualfahrtsort hat einen großen, eine relativ lange, ich heiße der Schnitt, überdreht mit 9 bis 10 Jahren und nächstes Jahr habe ich angekündigt, dann bin ich auch 80, dann würde ich zurücktreten, oder dann ist mir ein bisschen viel. Also schön, dass Sie da sind, ich hoffe, Sie haben einen schönen Aufenthalt. Was eine katholische Kapelle oder ist, da wissen Sie ja alle, wir haben gerade am Sonntag Petrus und Paulus gefeiert, haben zwei Kerzen angezündet, von den 12 Aposteln, auf dem Fundament der Apostel. Einfach das. Wir haben relativ, ja, da kann man sagen, eine gute Frequenz, wo die Leute können. Wenn so viele Bänke voll wären, würde man sagen, es sind nicht viele Leute da zum Gottesdienst. Es ist meistens gefüllt, übervoll. Mit der Empore, mit der bescheidenen Örgeli, aber wir haben einen guten Organist da jetzt. Ja. Und, ja, da, in dem Sinn hat er eine Funktion, so ein Wallfahrtsort. Es können sicher nicht nur katholische, man fragt es ja nicht, aber die Kerzen anzünden oder die Grotte neu-evangelische oder trennen buddhistische, also gibt es ja auch eben, oder wie die Ceylons, die Lanken und so weiter. Nein, es ist ein offener Ort und nebenzu Abbau, ich kann gerade oben rein, ist Pfarrhaus. Und das alles gehört zu der Stiftung zusammen. Zum Unterhalten braucht es da einiges Kapital. Und das sind wir angewiesen, sechs auf den Bischof Markus oder auch auf den katholischen Konfessionsteil. Schön, wenn ihr da seid. Und ja, Annelies hat da einen aufgelost und das Wetter hat euch begünstigt zum Aufenthalt. So danke ich euch und wünsche euch einen gesegneten Aufenthalt. Danke. Thank you.